Meine lieben Wildlife-Park-Freunde, willkommen hier auf der Insel. Das ist irgendwie alles ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Hier sind ein paar Pflanzen am Abmemmen. Das ist soweit erstmal okay. Auf jeden Fall, unsere Tiere sind eigentlich ganz gut drauf. Aber ich weiß nicht, wie ich die dahingehend in den Griff bekomme, dass ich hier, okay, dass ich hier das so abtrenne, dass die halt nicht dauernd irgendwie durch die Gegend laufen. Ich glaube, ich war, die gute Sansara hat, Let's Play hat mir, glaube ich, gesagt, dass sie das mit Gebirgen abgetrennt hat. Aber ihr wisst ja, ich mit den Gebirgen, mit diesen ganzen komischen Dingen, jetzt muss ich erstmal, da müssen wir erstmal verbimmeln. So, verkaufen. So, hier. Verkaufen, ja. Verkaufen. Und verkaufen. Und verkaufen. So, das sollte erstmal reichen. Ja, das Zeichen, wenn ich das richtig gesehen habe, verschwindet. Ist das so? Na komm, verkaufe ich dich auch noch. Sicher ist sicher. Nein, Moment, das wollte ich gar nicht. Ich wollte dich verbimmeln. Yep. Okay, das Symbol verschwindet. Ist das richtig? Ja, weg ist es. Weg ist es. So. Ja, wie gesagt, Sansara hat die, hat die einzelnen Gehege mehr oder weniger durch Hügel, durch Gebirgsketten quasi abgetrennt. Aber ihr wisst, wie ich mit diesen Gebirgsdingern umgehen kann. Dann verschandle ich die ganze Insel total. Und das kann es ja nicht sein, wenn ich hier dann total mein dilettantisches Inselbau, Bergbau, das geht irgendwie nicht. Pass mal, Gnuku ist schwanger, super. So, pass mal auf, du bist einsam, was hier? Alles schwippt und schwängert jetzt hier rum. Pass mal auf, wo haben wir denn jetzt hier den Gazellenspielplatz? Hier, da sind doch schöne viele Springgeschichten. Da könnt ihr doch theoretisch mal ein bisschen jumpern, oder? So, aber von euch hungert aber keiner mehr, Kollegen, ne? Das müsst ihr mir rechtzeitig sagen, weil das ist eine Runde Scheiße, ne? Was ist hier mit dem Orangenbaum? Ausgetrocknet. Du willst auch Savannengras, ne? Jeppa. So, kriegst du Savannengras. Savannengras, es macht viel Spaß mit Savannengras. Okay, was ist jetzt mit dir? Du willst aber auch Savannengras, ne? Ja, aber wieso, verstehe ich nicht. Das ist, okay, kriegst du noch ein bisschen mehr. Kriegst du noch ein bisschen mehr Savannengras. Tralala. So, sonst noch einer? Da ist wieder, oh, du bist jetzt nicht am Verhungern, Kollege, ne? Hilfe, ich verhungere. Genau bei Enrique steht er, ne? Aber was soll ich denn machen? Weil hier sind Blätter, da sind Blätter, hier ist alles voller Gras, Kollege. Können wir nochmal ein bisschen Gras irgendwie dazu ballern hier? Zim, zam, zom. Was ist euer Problem? Ausgetrocknet. Auch Savannengras. Zim, Savannengras. Savannengras. So, pass mal auf. Ich verhungere. Scheiße. Wir gucken mal ganz kurz, was war denn nochmal? Moment, ich schau ganz kurz, denn die Dinger, ne, das war niedriger Fensterblätter. Da konnten die doch eigentlich ganz gut von fressen. Wo sind jetzt unsere Elefanten, Elefanten, Elefanten? So, pass mal auf, ich setze mal hier noch ein paar niedrige Dings der Fensterblätter hin. So, hier. Oh Gott, das muss ich jetzt natürlich mal wieder finden. Ne? Was ist das? Ja, super. Gleich auf Anhieb. Zim, zam, zum, zim. Was wollt ihr für einen Boden, Freunde? Erdreich. Okay, kriegt ihr, kriegt ihr, kriegt ihr. Zim, zam, zim, zam. So, Kollege, hier sind aber total leckere Blätter jetzt. Ne? Willst du da nicht mal vielleicht ein bisschen dich irgendwie dran laben, Kollege? Komm, hier, voll coole Blätter, Alter. Was hast denn du hier schon wieder verloren, du Gnu-Kuh? Das ist ja unglaublich. Gnühe-Kühe, wo hatten wir Gnühe-Kühe? Zebrastute, ja, perfekt. Wo hatten wir denn die Gnühe? Mhm. Das waren hier die Gazellen, hier sind die Elefanten. Gnühe-Kühe haben wir, glaube ich, hier, ne? So, bitte sehr. Euer Problem ist ausgetrocknet. Mhm. Ist mal ohne Scheiß, Freunde. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also ich, Was ist hier mit dir? Du willst auch Savannengras, ne? Pass mal auf, Savannengras. Es macht viel Spaß mit Savannengras.
Ja, hier soll er toll was am Planschen, aber ich nur muss hier gucken, ne? 91 die Tiere, 68 die Pflanzen. Gut, wenn die natürlich jetzt alle abmemmen, ne? Ist Mais wahrscheinlich zu heiß, nur ich kann ja keinen Gärtner, zu sehr ausgenommen, aber das ist doch erdreich, ne? Ja, dann können wir nochmal ein neues Erdreich draufballern, das wird sie nicht bringen, haben wir eben schon gemacht, aber aktuell weiß ich nicht so wirklich, wie ich es weitermachen soll, ne? Das ist unglaublich, hier flumm, dumm, dumm. So, was war? Gnuku ist schwanger, super. Super, super, super. Na, das Problem ist, dass die das halt alle gerne fressen, ne? Guckt's euch an, ne? Das wird hier, was ist das? Ja, Fensterblätter, ne? Das ist zwar alles scheiße, aber die fressen das halt ganz gerne, die lieben Tiere, ne? Und dann, was? Erdmännchen schwang, die schwippen und schwängern hier frisch, fröhlich, frei durch die Gegend. So, jetzt ist es euch wieder zu heiß, ne? Oder sind das die Pflanzen, denn? Ich glaube, das sind die Pflanzen, denen es zu heiß ist, ne? Farn. Aber einen Farn brauchen wir theoretisch nicht. Theoretisch nicht, aber... Alter, bist du immer noch am Verhungern? Pass mal auf hier, Kollege. Ne? Hier ist voll viel, ne? Gras und überhaupt und sowieso und alles und... Komm jetzt, ne? Tust du das lieber, Onkel Spiegel? Ne? Ist jetzt hier mal brav was fressen? Was fressen wir denn so? Haust du jetzt einen Farn in den Schädel oder was haust du hier in den Schädel? So, lass den Kollegen da mal durch, der hat Hunger, der ist kurz vorm Tod und deswegen. Ich brauche Hunger, aber. Pass mal auf, dann nehme ich den mal ganz kurz, ne? Mach mal ein bisschen Platz da für den Kollegen. Das sind Affenbrotbäume. Kriegst du das jetzt hin, Alter? Komm, Alter, jetzt hau dir ein paar Blätter in den Schädel, du machst mir Sorgen. Aha. Jetzt gehst du da wieder hin, wo ich dich gerade weggetragen habe. Zu Enrique zurück. Ja, das hilft dir nicht, Kollege. Du hast Hunger. Ah, Erdmännchen geschlechtsreich. Super. Pass mal auf hier. Die habt ihr doch eigentlich sonst ganz gerne gefressen. Ödelde. Ödelde. Geschlechtsreif. Ja, ja, das wissen wir. Das ist, so kennen wir sie. Flusspferdkuh. Aha. Ja, super. Dach, Kleines. Ich will meine Milch. Genau. Erstmal gehst du plümpsen, Kollege, ne? Ja, super. Wasser ist echt schön heute. Klasse Sache das. Aber der Elefant macht mir ziemliche Sorgen. Das ist unglaublich. Ödelde, Zebrastute Nachwuchs bekommen. So, wo sind sie? Die Elefanten, die Jumbos, die Jumbos. Alter, Alter, willst du nicht mehr oder was? Das ist, ja, dann verbimmel ich dich. Tut mir leid, das tut mir echt leid. Da muss ich dich verkaufen. Yep. Bevor du hier stirbst, mein Freund, verbimmel ich dich. Aber wir haben, glaube ich, mehr als genug Elefanten, ne? Oh, und wir müssen doch 10 haben. Mhm. Okay, dann müssen wir nochmal gucken, dass wir einen kriegen, der vielleicht ein bisschen cleverer ist, der das Fressen drauf hat, ne? Der es beherrscht mit dem Essen, ne? So, pass mal auf, das ist jetzt hier 34 Jahre alt, 35 Jahre alt, 14 Jahre. Finde ich gut. Kaufen wir hier 14 Jahre. Wummdi-bammdi, bitte sehr. So, pass mal auf, ne? Fressen ganz einfach, Maul auf, fressen rein, kauen, schlucken, fertig. Haben wir uns da verstanden, Kollege? Ja, geht erstmal, ja, Schlamm wälzen. Pass mal auf, Alter, Schlamm, ne? Wir haben hier so viel Schlamm, da kannst du wälzen ohne Ende. Boah, und das ist natürlich, so viel Schlamm ist nicht wirklich übrig geblieben, ne? Machen wir hier noch ein bisschen Schlamm. Ist das Schlamm? Schlamm. Schlamm, 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 ein paar Schlammpunkte, ne? Setzen, strategisch gesetzte Schlammpunkte, ne? Jetzt schubbelt er sich erstmal, ne? Ja, das tut gut, genau. Schlamm, pass mal auf, Glück, ist nicht viel, ich gestehe, aber hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen Schlamm, wo du dich wälzen kannst. Mhm. Jetzt will er sich im Schlamm, pass mal auf. Da ist Schlamm, ne? Kollege, kriegen wir hin. Bist du ein Mädchen? Ja, du bist ein Mädchen. Leckere Blätter gibt's hier, ja, das will ich ja wohl hoffen. Pass mal, wir könnten ja theoretisch, könnten wir noch ein paar, hier noch ein paar, was sind das, Affenbrotbäume, ne? Ausgetrocknet, ja, das ist auch okay, beziehungsweise natürlich nicht okay, aber wir machen hier nochmal. So, dann kaufen wir hier nochmal ein paar Affenbrotbäume. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das war. Waren das Affenbrotbäume? Regenbaum? Kokos? Farn? Baum der Reisenden? Niedriger Fenster? Bla bla bla. Das müsste ein Affenbrotbaum, ne? Ein Mammutbaum?
Okay, wo war denn der Affenbrotbaum? Schinkaziel, Kamelon. Da, pass mal auf. Zim, Zam, Zom, Zim. Stellen wir da noch ein paar hin, dass sie da zumindest ausweichen können, ne? Wenn dann irgendwann mal das wieder echt eng werden sollte mit dem... So, und die müssen wir leider verkaufen, die Dinger. Das tut mir echt leid, aber... Na, das ist Fahnen, ne? Ach, Lavendel brauchen wir auch. Scheiße, klar, wir brauchen Lavendel, ne? War doch so, Lavendel war, ne, notwendig, ne? Was ist jetzt hier? Erdmännchen? Okay, die kriegen das aber hin. Die Erdmännchen kriegen das auf jeden Fall hin. Lavendel brauchten wir aber, glaube ich, auch, ne? Ganz kurz nochmal gucken. Ja, 10 Lavendel. Das heißt, die kann ich nicht verbimmeln. Ich weiß aber nie, wie ich die auf 100% kriegen soll. Na, Kleiner, alles gut hier? Ja, kommt ein Elefantenbaby, ne? Ein Tag, ne? Wie heißen wir denn wohl, ne? Elefantenjunges 9. Na, Kollege, alles easy. Pass mal auf. Komm mal her zum Onkel Spielkind, ja? Geht's dir gut? Mir geht's prima. So, pass mal auf. Flusspferdkuh, Nachwuchs. Ja, die Flusspferdkühe sind aber ganz schön, wie soll ich sagen, ne? Die haben's drauf. Die sind auf jeden Fall... Ihr verkackten Zebras, ne? Das ist echt... Und ihr müsst doch... Das ist... Ja, gut, okay. Die Tiere sind auf 90%, die Pflanzen sind auf 14%. Das ist Orangenbaum, da müssen wir auf jeden Fall... Hier, Zim, bitte sehr. Müsste jetzt weg sein. Ja. Gut. Wieso geht denn das Savannengras eigentlich immer weg? Das verstehe ich nicht genau. Zim, Zam, Zim, Zam, Zom. Du hast noch, glaube ich, ne? Ja, sind es auf jeden Fall... Das funktioniert, ne? Dann kann man es auf jeden Fall beheben, das Desaster, ne? Und so, das ist das auch alles Savannengras hier, genau, ausgetrocknet. Affenbrotbaum, das war Savannengras, ne? Ja, ich verstehe nicht, dass das Savannengras dauernd verschwindet. Zim, zam, zim, zam, zim, zam, zim, zam, zum. La, la, la. Tja, wenn das dauernd verschwindet, dann kann ich nicht viel machen, ne? So. Aber das sieht schon mal besser aus. Du kriegst auch noch Savannengras, Kollege. Savannengras, Savannengras. Es macht viel Spaß mit Savannengras. Tralala. So, die kann ich zur Not verkaufen. Ne? Das sind niedrige Fenster. Brauchen wir, glaube ich, auch welche von. Ne? Ganz kurz mal gucken. Die Erdmännchen kriegen das hin. Ne, niedrige Fenster brauchen wir gar nicht, theoretisch. Wir wissen, dass das halt, jetzt geht's denen prima. Jetzt fangen natürlich unsere Tiere gleich wieder an zu frösteln, ne, wie ich das mal so vermute. Und die sind hier alle am Abrammeln, weil sie halt einsam sind. Hier, da sind tausende von Kollegen und ihr seid am Abheulen hier. Was ist für ein Scheiß? Der Wetzer, der Kleine, habt ihr gesehen? Ja. Ich weiß aber nicht, wie ich das machen soll. Ich könnte theoretisch, aber nur theoretisch, aber es bringt auch nicht viel. Dass ich vielleicht irgendwie mit diesen Kratzbäumen da mal ein Gehege abstecke, aber... Weil die, wer doch am meisten Probleme macht, sind echt die Zebras. Pass mal, Freunde, was genau fresst ihr? Ihr fresst Gräser und Wassergräser. Mineralien brauchen die nicht. Savannengras. Freunde, hier sind tausend Kollegen. Wieso seid ihr hier am Abmähen? Ach, die Herde wird zu groß. Pardon. Ich war jetzt, glaube ich, im völlig falschen Film. Das war das falsche Fenster. Ja. Ja. So. Ja. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir natürlich so viele behalten. Ne? Die Erdmännchen, die poppen das aber schon zurecht. Das kenne ich. So, wir haben... Ganz kurz mal gucken, wie viele... Wir brauchen 10, wir haben genau 10 Zebras, also Zebras, ja, pardon, jetzt bin ich bei meinem eigenen Plural nicht. Okay, da geht das Zeichen aber wieder weg. So, 90% Tiere, 90% Pflanzen, okay. Mhm. Der will seine Milch, der Kleine. Wo hast denn seine Mama gelassen, Kollege? Wo sind denn jetzt die Nashörner hier? Pass mal auf, ich nehme dich mal mit, Kollege, wo sind die Nashörner? Hier sind Nashörner, bitte sehr. So, Nashörner wollen auch Savannengras, glaube ich, ne? Ja, machen wir noch ein bisschen Savannengras hin. Savannengras. Viel Spaß mit Savannengras.
Ja, es schwippt und schwängert hier alles durch die Gegend. Wir sind auch auf 93% nur die Pflanzen. Okay, wir müssen gucken. Da war das der Lavendel? Weil den Lavendel kann ich leider nicht verkaufen. Das ist das Problem. Ey, ey, du stehst im Weg, Kollege. Was ist das Lavendel? Fahren, ja, fahren. Pass auf, die ganzen Fahne verbimmeln wir mal. Weil ich glaube, Fahnen brauchen. Fahnen, ja, genau, sagst du im Onkel Spielkind. Ne? Fahnen brauchen wir nicht. Ne? Und fressen die, glaube ich, auch nicht. Das ist aber der Lavendel, oder? Er ist auch Fahnen. Flum, flum. Oder brauchen wir Fahnen? Ich muss jetzt mal ganz kurz nachgucken, ob wir Fahnen brauchen. So, Fahnen. Das will ich ja sehen. Wenn ich ja gleich durchfahre, muss irgendwas rot sein. Ist es nicht. Juti. So, ihr wollt aber was zu fressen, Freunde, ne? Obwohl, hier gibt es eigentlich genug Blätter, ne? Gibt auch genug Gras. Willst Blätter, Kollege? Oh, ist aber alles eigentlich hier, ne? Was wollt ihr denn eigentlich für einen Boden? Ja, auch Savannengras. Was ist das für ein Symbol da, was der Kollege da auf dem Kopf hat? Ey, Kollege, was hast denn du für ein Symbol auf dem Kopf? Ist dir zu kalt? Ich verhungere, ich verdurste. Okay, kann ich zwar nicht im geringsten nachvollziehen. Hier, machst du erstmal eine kleine Trinkung und dann holst du dir noch ein paar, ne? Wie, ich denke, du bist am Verdursten, Alter. Also diese Elefantentuben, die verstehe ich nicht ganz. Ne? Das ist, jetzt habe ich dich so schön hier ins Wasser getragen mit meinen mörderischen Kräften und... Vielleicht ist das Wasser auch nicht tief genug. Moment, wir gucken mal ganz kurz. Absenken. Flum, 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 flum. Vielleicht brauchen die es einfach tiefer. Ich weiß es ja nicht. Aber jetzt müsste es an für sich schon okay sein, oder nicht? Oder sehe ich das jetzt verkehrt, Freunde? Okay, mehr als da komme ich gar nichts machen. Bewässerung? Aber warum säuft der nicht? Kollege, warum säufst du nicht? Jetzt säuft er. Okay. Warum auch immer. Vielleicht war es ihm echt nicht... Aber das ist hier nicht viel tiefer. Hä? Also, Kollege, ich werde nicht ganz schlau aus euch. Also hier... Genau, es ist hier erstmal am Säugen, ne? Ja, will ich es jetzt auch nicht trennen. Auch wenn sie erstmal einsam sind, ne, ist mir erstmal Peng. Was nicht Peng ist, ist die Zeit. Die ist nämlich jetzt vorbei. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir müssen mal gucken, dass wir das hier, ne? Es bröckelt alles an allen Enden und Ecken und ich weiß ehrlich nicht, wie ich es wirklich wuppen soll. Aber, ne, wir gucken auf jeden Fall, dass wir das irgendwie, ne, hinkriegen. Wie auch immer, ne? Also ich bin noch guter Dinge, ich gebe noch nicht auf, ich habe noch alle Kraft der Welt, um das zu wuppen. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Halt euch wacker, ciao, ciao und geht mal wieder ins Zone, sagt euer Speakit 45. Ciao, ciao.